Und damit hallo und herzlich willkommen bei einem neuen, ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob es ein Let's Play wird oder ob es jetzt erstmal ein angespielt wird und der Rest dann in einen Livestream hier auf YouTube veröffentlicht wird, weil Night of the Dead, so heißt das Spiel, ist aktuell nur in der Alpha-Version vorhanden. Und ja, mal schauen, was daraus wird und wie gut oder eben nicht es aktuell schon ist. Du darfst gerne auch noch was sagen. Ja, ich bin auch mit dabei. Hallo, hier ist der Episode 1RB. So, du musst mich jetzt erstmal weiterleiten, was ich Also, hier machen muss. Warte mal, mehr Spieler? mehr Spieler und dann hoste man ein Spiel. Ich hoste ein Spiel, ein neues Spiel. Ja, laden kann ich ja auch gar nicht. Servername. Zombieland. So, Nein, geil. Moment. Da fehlt noch Geiles ein S. Zombie-Land. Ja, Gameplayerins Zombieland. Passwort. Nein, warte mal. Ist ein vierstelliger Code. Ich denke, du weißt, was es ist. Weiß ich nicht. Ich muss erstmal deinen Server finden. Erstmal muss er erstmal anlegen. Das ist ein spezielles Datum. Ja, okay. Dann denke ich mal schon. Du. Aber vierstellig, ja. Ja. Oh je. Also ich habe angelegt. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt schon online angelegt ist. Peaceful wäre, glaube ich, jetzt nicht so hilfreich. Also es gibt aber noch easy und normal. Es ist halt die Frage, ob wir erstmal easy spielen oder willst du gleich Ja, ich würde normal. sagen, zum Antesten. Also wir wollen ja erstmal ein bisschen gucken, was auch die Welt bringt und so, ne? Ja. Wieso steht bei mir Hardcore unten drunter? Ja, Ja, von also hinten. links Difficulty habe ich auf Easy und bei mir unter der Person steht Hardcore. Ach so, Hier gibt's. warte mal, das sind die Schwierigkeitsgrade. Also hier habe ich schon mal eine Frau, das ist schon mal positiv. Das ist doch die einzige Frau. Leute, ganz ehrlich, mein kleiner Tipp an die Entwickler. Vielleicht 30 bis 50% von den Leuten, die das spielen, sind weiblich. Bitte macht doch mehr als einen Charakter. Vor allen Dingen, warum keine langen Haare? Mögen die Männer keine langen Haare mehr oder was? Also ich starte jetzt erstmal das Spiel. Oder auch nicht. Es wird nämlich nur grau. Ich habe Also jetzt bei Team mir. 1 Gameplayerin drin. Okay, ich joine gerade. Hi, bin ich das? Hast du auch noch einen Ladebildschirm? Ich bin drin. Ich stehe Echt? neben Ey. dir, glaube ich. Hi. Ja, aber Oh, ich kann auch nichts machen. Ich ich habe wollte noch dich aber einen. nicht. Okay, springen kann ich. Ich wirke so ein bisschen komisch. Also. Die Grafik um mich herum sieht ganz gut aus, aber ich wirke so ein bisschen reingerendert irgendwie optisch. Kann man da zoomen? Nee, leider nicht. Schade. Kann Oh, da man. war gerade ein verseuchter Rabe, eine Krähe da oben. Schieß sie ab. Bist du immer noch nicht da? Ich bin hier. Hallo. Nein, Oh, ich habe immer noch einen Lade. scheiße. Das war nicht die Sprungtaste. Ich gehe schon mal. Hast du mich geschlagen oder was? Nein. Du hast mich geschlagen. Ich habe es Warte, was gespürt war bis das hier? hierhin, obwohl ich nichts sehe. Da stand gerade was mit E. Sie schlägt mich einfach. Ach Ich kann aber so, kein E drücken. Ja. wie, du kannst kein E drücken. Ich kann gegen Bäume hauen. Aber eben war irgendwie. Da, Moment. F-Take. Ah, ich konnte einen Stein vom Boden Also aufheben. Ja, ich höre toll. einen Sound. Okay. Okay, also wir können. Das Black gerade. Wir können So. mit dem Messer, was wir dabei Wow. haben, anscheinend. Vielleicht habe ich es ja auch nur dabei. Ich weiß es nicht. Können wir Sachen wohl auseinandernehmen? Da steht dann Break, da muss er F drücken. Er bewegt sich. Ha. Guck mal, Das hier Auto kannst du kannst du auch hin. auch. Das Auto kann man auch looten. Klaust du jetzt das Benzin, oder? Ja, ich hau es mit dem Messer. Ist sehr realistisch gerade, dass ich das mit Moment. dem Messer haue. Zerstöre Basch, um Ass zu bekommen. Was ist ein Basch? Ich hab ein Journal gefunden. Also ein Buch. Also. Naja, wie gesagt, es ist noch die Alpha-Version, ne? Keine Ahnung, was Basch ist, aber wir kriegen Ast dadurch. Zerstören Sie das Papierfeld, um Forschungsmaterial zu erhalten. Das Lustige ist auch, das ganze Menü links ist auf Englisch und die rechte Seite, auf Deutsch und die rechte Seite ist auf Englisch. Also, ja, ich kann nur betonen, es ist eine Alpha-Version. Schau mal bitte hier. Schatz, komm mal Ja, hier. ich muss einen Ast erhalten. Nee, schau dir mal das Journal an. Da ist auch eine Map und. Sie haben eine neue Seite erhalten. Okay, J ist Journal.
Und das ist links auf Deutsch und rechts auf Englisch, okay. Schreib mir das mal eben auf mit dem Journal, weil ich kenne mich. Ich weiß sonst wieder nicht, welche Tasten ich drücken muss, wenn es zu viel Also wird. ich glaube, ich muss die Tastenbelegung ändern. Also, Ich will das auf E haben. ihr könnt euch Nicht, das nicht. gerne durchlesen. Er hat mir hier irgendwas markiert auf der Karte. Ich habe aber keine Ahnung, wo das sein soll. Begeben Sie sich zu den Koordinaten 15, 40, 17, 87. Sie können die benötigten Gegenstände im zweiten Stock der Forschungsanstalt finden. Fürs Entkommen. Können wir hier entkommen? Keine Ahnung. 15, 40, 17, wie auch immer. Ich weiß noch nicht mal, wo ich Koordinaten sehen kann. Moment, haben wir hier eine Map? Wir haben eine Map, aber keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ach, Ja, Moment, 15. die Map Doch, ist wir müssen ohne die Inhalt. Straße runter, glaube ich. Oh, da hinten ist ein Zombie. Boah, Rechts. habe ich mich jetzt auch. Ich dachte, du Nein, bist der hinter dir sind Zombie. zwei Zombies. Okay, mach mal nicht so viel Lärm. Du läufst so schnell. Diese Dinger kannst du auch einsammeln, ja. Warte, ich Ich bin muss aber irgendwie. immer noch einen Ast bekommen Kann das irgendwie. sein, dass ich vergiftet bin? Weil ich habe. Wie hast du das denn mit dem Auto gemacht? Das ist bei mir. Aua. Oh, ich kann mich auch ducken, okay. Mist. Ja, die haben kurz reagiert. Also das Auto kann ich irgendwie. Oh, warte mal, doch, jetzt. Das kann ich zerstören. Ich habe das Auto zerstört. Lass uns mal hier irgendwie. Wir sollen ja die Straße entlang gehen. Vielleicht ist das Haus, vielleicht sind das die Koordinaten. Ich habe absolut keine Ahnung. Bist du jetzt Nee, im das mache ich Kämpfen? gerade. Nee, ich wollte einen Baum fällen, aber das ist nicht so einfach. Ja, das ist ja das, was ich sage. Also du kannst dagegen hauen, das ja. Aber du kriegst irgendwie, ja, der Doch, macht den doch. nicht kaputt. Doch, doch. Bei mir Ich habe den nicht. jetzt Ich habe da gefällt. eben Ja. schon 5, 6 Mal gegengeschlagen. Nein, 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 du musst eine Axt haben hier. Hast du mir keine. Ich habe mir eine gecraftet gerade. Ich kann noch nicht mal craften. Wie soll ich mir denn was. Du bist lustig. Mit I kannst du in das Menü gehen und kannst gucken, was du im Inventar hast. Also im Inventar. Und dort Moment, ich kannst du auch brauche erstmal. craften. Ich brauche erstmal Rohstoff, weil ohne die kann ich nichts craften. Aber ich denke, auch aufgrund der vielen Fehler, dass es wahrscheinlich doch eher so streammäßig weiterlaufen wird. Jetzt so mal als erste Ja, aber. Vermutung von mir. Bis jetzt geht's ja eigentlich nur. Also ich habe jetzt noch nicht jetzt irgendwie so. Ja, Fehler im Sinne von ja, Kleinigkeiten halt, was man so mitkriegt, ne? Hier ist ein Du musst Fuchs. die Da war Steine ein aufsammeln Fuchs. hier. Ja, aber ich finde ihn nicht überall. Ich habe nur Das sind nur einen so, eben gefunden. nee, das sind nur so kleine bestimmte. Du kannst nicht irgendwie. Ja, die kannst du nur, wenn du daneben stehst. Stelle eine Holzfäller-Axt her, das habe ich hier schon gemacht. Das habe ich nicht drin. Wo sind wir denn hier überhaupt? Journal? Also wir Ich müssten auch. nach links. Ich denke mal wirklich, dass wir zu dem Haus müssten. Irgendwas hat gerade bei mir gepiepst. Nee, das war ein Vogel, glaube ich. So. Was hast du jetzt gesagt? I? Ja. Ah, okay. Die kleine Gameplayerin möge bitte aufschreiben, wie sie wo reinkommt. So, aber wo? Ach so, da. Moment. Holzfäller-Axt? Da brauche ich aber. Toll, da brauche ich einen Ast für. Ja, da Den kannst du habe hier ich immer noch nicht gefunden. Und ich brauche du eine kannst Ranke, die habe ich auch nicht gefunden. kannst die kleinen Büsche hauen. Mit deinem Messer, ne? Kannst du dir. Ach, dann meinen die mit Basch, meinen die wahrscheinlich Brüste, wollte ich gerade sagen. Genau, die meinen Brüste mit Basch. Meinen die wahrscheinlich. Ah, Moment. Blätterast. Ah, okay. Meinen die wahrscheinlich Büsche mit, so, das wollte ich eigentlich sagen. Ja. So, Moment. Holzfäller-Axt, die kann ich jetzt theoretisch craften. Dann machen wir das doch mal.
So, die legen wir auf 2. Tada! Ich habe irgendwie ein Vergiftungssymbol hier oben oder irgendwas. Kann es sein, dass wir irgendwie... 10 Stunden steht bei mir drunter. Das kann sein, bis die erste Horde kommt. Weil du meintest doch, das ist eine Horde denn. So wie bei 7 Days to Die. Genau. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Das wollte ich jetzt nur noch mal erwähnt haben. Also ich weiß auch noch nicht, wie gut ich das finden soll. Weil, also 7 Days to Die fand ich eigentlich nicht schlecht. Nur die Sache mit den Horden, die fand ich immer so scheiße. Ja gut, das ist hier auch, wir sollten halt uns dann irgendwie eine Base bauen, wo wir vielleicht, also was man hier machen kann, man kann so Fallen bauen, die einem sehr weiterhelfen. Das fällt mir gerade auf, das habe ich auch kurz gehört, als ich mich da so ein bisschen informiert hatte, so von der Grafik her und so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist wegen der Alpha-Version. Ist es überhaupt eine richtige Alpha oder ist es eine Beta-Version? Das wollte ich dich auch noch fragen. Also du meintest Alpha-Version? Also, ja, von der Versionsnummer steht Alpha hinter. Deshalb denke ich mal, es ist eine Alpha-Version auch. Und es ist halt, wie gesagt, Early Access gerade auf Steam. Ja, weil Early Access ist ja eigentlich eine Beta-Version, ne? Nicht unbedingt. Also es kommt auch an. Und jetzt kommt die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Alpha und Beta? So, boah, wie laufe ich denn hier bitte? Ey, selbst bei einer Apokalypse, es sei denn natürlich, sie ist den ganzen Tag auf einer Harley gefahren oder so, dann verstehe ich, dass sie so breitbeinig in der Gegend rumläuft. Oder geritten, dann bist du auch so. Auf der Person, die neben mir stand oder auf dem Pferd, meinst du jetzt? Auf dem Pferd, habe ich jetzt gedacht. Geh von meinem Baum weg. Nein, das ist ein anderer. Ich habe den rechten anvisiert. Siehst du, meiner ist noch nicht unten. Deiner ist noch nicht unten. Da, jetzt kommt meiner erst. Oh, da ist ein Gebäude. Ja, und wieder Zombies. Wir müssten aber mal zu den Koordinaten gehen. Ich weiß, oh, rechts sind viele Zombies, pass auf. Neben dir. Ich weiß doch nicht, man kann keine... Ich dachte, man kann auch andere Waffen schon herstellen. Ja, wir müssen ja erstmal gucken. Hammer, Holzfäller, Bolzen, Pfeil. Eine Spitzhacke wäre eigentlich noch ganz gut. Die könnte... Oh, scheiße. Jetzt brauche ich wieder einen kleinen Stein. Aber ich finde hier nirgendwo Steine, wenn ich hier so rumlaufe. Also eben habe ich zufällig einen aufheben können. Oh, Entschuldigung. Oh Mann, ey. Was ist denn das jetzt gerade? Schlimm. Wow. Ach, die sind da hinten in diesem Raum drin. Oh, da sind ganz viele. Kann man die damit kaputt machen eventuell? Also, bevor wir jetzt sterben... Oh, hinter mir ist eine. Scheiße, die hat mich gehört. Die sind auf... Also, Geräusche, hören sie? Ja, habe ich dir ja gesagt. Hier kommt so ein Zombievogel an. Oder ist das kein Zombievogel? Okay, warte mal. Also, es geht kaputt. Aufheben kann man hier wohl nichts. Ich weiß nicht, wo du hin bist. Ja, nimm Stein. Ich habe ja mehrfach jetzt gesagt, ich bin auf der Suche nach einem einzigen Stein. Achso, hier vorne. Ich versuche mal dir was zu geben. Ich habe welche. Kann man auch sprinten? Ja, geht auch. Also es ist komisch, die Dinger gehen kaputt, aber man kann nicht nehmen. Die großen kannst du nicht nehmen. Die musst du eine Pickaxe. Doch, die. Haben. Aha! Hier. Ich habe einen. Hier ist noch einer, aber ich stehe neben dir. Da. Bei ich stehe? Bei ich stehe. Und hier ist noch einer? Ja, Moment, ich muss jetzt erstmal die Spitzhacke machen. So, die ziehen wir jetzt runter auf 3 und langsam wird es nämlich dunkel, das ist das Problem. Die kann ich jetzt nicht... Hä? Ja, du musst auch treffen, genau, ne? Ah, jetzt so, nimmt das. Jetzt. Ja, das dauert ein bisschen. So, ist jetzt die Frage, ob da jetzt wirklich was rauskommt, weil ich konnte die mit der Axt auch kaputt machen, aber das hat so lange gedauert. Und dann, nee, jetzt. Zwei Steine, 2 Felsbrocken. Ich hoffe, die haben das jetzt nicht so blöd gemacht, wie in einigen anderen Spielen, dass man da eine Begrenzung hat von dem Gewicht her. Das wäre nämlich scheiße. Ja, mit Sicherheit gibt es hier eine Begrenzung. Ich höre die ganze Zeit Enten links von mir. Ja, also, das sind so Viecher, die da rumfliegen. Ich weiß nicht, was das denn... Es sah aus wie eine Möwe fast. Und hier ist auch ein Tier gerade. Ein Fuchs ist hier neben mir.
Das ist bestimmt der, der eben abgehauen ist. Irgendwie ist das komisch. Aha. Ach, das war Eisen. Also dieses dunkle Material, ne? Hier, das hier, was ich gerade weggemacht habe, ist Eisen. Das brauchen wir auch. Hallo Fuchs. Der backt rum. Ich bin kein Fuchs. Ich bin ein Wolf. Eine Wölfin. Wieso kann ich nicht dingsten? Das sind Steine. Ich weiß nicht, was du da musst mit Messerwind machen, ne? Aber ich will nicht, dass du die Tiere. Den Fuchs, ne, den Fuchs will ich auch nicht jetzt killen. Das ist auch kein. So, ich weiß nicht, wie viele Steine. Also das nehme ich noch mit. Hier ist, glaube ich, noch ein einzelner Stein. Was machst du denn da? Kann man irgendwie. Gibt es irgendwie ein Skillsystem? Das muss doch auch gehen. Warte mal. I? Wie I? Was hast du denn jetzt gesehen? Nein, I ist Equipment. Das ist die Sortierung. Wir haben im Moment nur. Mit. Okay. Lebensmitteltasche, Material. Also, ich würde sagen, wir gucken wirklich mal, wo wir hin müssen. Weil es sieht doch so aus, als ob es bald dunkel wird. Also 15, 40, 17, 87. Ich habe keine Ahnung, wie man die Koordinaten hier überhaupt liest. Irgendwas mit 15 ist hier oben. 15, 14. Aber das kann es doch nicht sein, oder? Warte mal, ich guck mal auf der M. Ich habe da jetzt mal eine Markierung reingemacht. Das wäre so in der nicht. Richtung. Was stand da? 15, 14? 15, 14, den Rest habe ich vergessen. Ja, guck doch mal unter J. 15, 40. Ach so, 40. 17, 87. Aber das sind ja keine Koordinaten hier. Das verwirrt mich. 15, 40. Also wir gehen in die falsche Richtung, kann das sein? Na, ich gucke jetzt in die richtige Richtung. Das Problem ist, nur 40 wäre dann im Endeffekt da ganz unten. Also weiter außerhalb von der Karte, aber das kann ja irgendwie nicht sein. Also die Koordinaten sind irgendwie seltsam. Nee, du siehst doch, die, da stehen noch da drauf. Da steht doch 15. Wo? Ja, oben. Ja, aber Map. Wo müssen wir hin? Das ist die Frage. Weil 15, 40 gibt es ja in dem Sinne nicht. Also hier ist noch Warte ein mal, vielleicht können wir uns hier anschleichen an den Zombie. Das wollte ich mal. Ist hier irgendwo ein Einzel, ne? Kannst. Hier war doch irgendwo einer, oder? Oder bin ich schon viel weiter reingelaufen? Was sind das riesige Monsterviecher hier, diese Krähen? Also ich muss sagen, für 2560 ist die Grafik schon ein bisschen bröckelig irgendwie. Oh fuck. Oh fuck. Da hinten waren die. Ich geh mal weg. Aber die einzelnen Zombies sehe ich jetzt nicht. Also den einzelnen hier. Ich war gerade im Haus und wurde jetzt verfolgt von Zombies. Aber nicht in dem Haus, wo wir eben waren, weil die stehen noch alle hier. Nee, da, ich war hier neben dazwischen. Du bist schon zu weit, bist schon viel weiter gegangen. Da ist der Fuchs wieder. Da ist eine Ente. Wie groß ist dieses Viech bitte? Ja, das ist eine Zombie-Ente. Ja, ich glaub's auch. Übrigens, Schleichen nützt nichts, habe ich festgestellt, ne? Also wenn du zu nah rankommst, hören sie dich trotzdem. Da hinten ist ein Zombie, der kommt zur Straße. Ja, den Sollen wir mal probieren, den zu killen? Ja, dann bleib mal da. Ja, ich bin hinter. Also bleib mal in der Nähe, aber... Ja. Hier ist noch einer. Scheiße. Ja, jetzt hört er mich. Ich hab ihn. Der hat mich aber auch erwischt. Du hast mich gerade erwischt. Ach, ich hab dich erwischt? Ja. Aber ich bin jetzt verletzt. Ich bin jetzt ein ganzes Stück runter.
Ja, ich aber auch. Einsammeln nee, ich auch. Kann ich bei dem nichts. Kann man den irgendwie... Oh, guck dir den mal an. Ist das ein IT-Zombie? Ich sehe den gar nicht mehr. Bei mir ist er weg. Echt bei mir jetzt? Ist der, hier ist der Zombie bei mir. Kann man da irgendwie... Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Was flattert denn da im Boden rum? Ich glaube, da ist ein Tier drin. Aber eins mit einer ziemlich großen Spannweite. Kann man den wenigstens treffen? Nee, schade. Nee. Denk dran, mich nicht zu treffen, bitte. Ja, warte mal, hau mich mal bitte. Guck mal, ob das Schaden macht, weil dann müssen wir gucken, ob wir das einstellen können. Ich kann aber das Messer nicht weglegen. Ja, doch. Oh, das war heftig. Ah, okay. Ja, ja, deswegen sage ich ja, aber einstellen kann man es, glaube ich, nicht. Es sei denn, da ist irgendwas, was ich jetzt nicht gefunden habe, aber... Das ist natürlich Mist, vor allen Dingen, weil ich keine Ahnung habe, wie man sich heilen kann. Nee, geh mal ins Inventar und da gibt es den Lebensmittelrucktasche. Irgendwie, du musst was essen, meine ich. Die Lebensmittelrucktasche. Rucktasche. Ach, hier ist noch ein Zombie. Komm schon. Ist schon tot. Den kann ich looten, okay. Forschungsmaterial und ein Stück Eisen. Ich habe gerade noch einen gehört, oder? Ich hab so eine Ranke. Warte, bei mir steht Heilfähigkeit. Ich probiere mal, ob ich die so nehmen kann. Ich nehme die mal. Hast du das auch so gekrisselt irgendwie? Also immer, wenn du dich bewegst um deine Frisur herum und so, dass das so extrem krisselt? Nee. Liegt das daran, dass ich hochauflösend eingestellt habe? Weil für hochauflösend in diesen 25er HD ist das nämlich sauschlechte Grafik gerade. Ich würde sagen, ich stelle mich mal eben an die Ecke und setze die Werte mal ein bisschen runter. Also das Problem ist, der Rechner ist nicht am Rödeln, der tut nicht wirklich was, aber ja, die Grafik sieht halt momentan Mist aus. Ich stelle es mal eben um. Ach so, ja, ich stelle es mal eben um und würde sagen, dass ich damit erstmal die erste Folge sowieso beende, weil wir jetzt doch schon zeitlich am Limit sind und hab das dann in der nächsten Folge hoffentlich umgestellt. Bis dann. Ciao. Ciao.